Lambert, Schwarzi und Alpaki. Das sind unsere drei Flaschenlämmer, die wir dieses Jahr haben. Im Normalfall werden die von der Mutter großgezogen und trinken bei der Mutter und so weiter. In dem Fall ist es so, dass es Drillinge sind. Das ist sowieso ja immer ein bisschen schwieriger, weil es drei sind. Ein Schaf hat nur zwei Zitzen, also ist immer einer ein bisschen über. Aber in dem Fall war es sogar so, dass die Mutter keine Milch gegeben hat und ja, wir die drei mit der Flasche großgezogen haben. Also zum Anfang ganz wichtig, dass sie Biestmilch kriegen, also Kolostrum. Das ist also das Wichtige, das müssen sie innerhalb der ersten Stunden haben. Da ist alles Wichtige drin, was sie brauchen, um erstmal zu starten ins Leben. Und ja, die erste Zeit ist dann ein bisschen anstrengender, weil sie 6 bis 7 Mahlzeiten pro Tag kriegen. Kleine Mahlzeiten, weil kleiner Magen, nicht? Also da passt erstmal nicht so viel rein. So 50 bis 100 Milliliter die ersten Mahlzeiten, 6-7 Mal am Tag. Also dann auch, sprich in der Nacht. Und ja, jetzt sind sie in der 5. Woche, jetzt kriegen sie 4 Mahlzeiten um die 450 bis 500 Milliliter, das hauen sie so weg, fressen auch schon Gras, Heu, Kraftfutter. Sie laufen mit der Mutter die Lämmer, das ist gut fürs Sozialverhalten, also sie müssen nicht irgendwo mit der Flasche alleine großgezogen werden, die Mutter kümmert sich nach wie vor drum, was ja schön ist. Die anderen Lämmer sind dabei und ja, das ist ja wie ein großer Kindergarten hier oft. Ja, aber nach den zwei Eltern sind.